Es ist das Richtige, sich vegan zu ernähren, wenn nicht komplett, dann zumindest ab und zu mal. Ich mochte Fastfood immer ganz gerne und ich finde das Wort Fastfood auch nicht schlecht, weil die Gesellschaft hat nun mal heutzutage irgendwie weniger Zeit manchmal und kulinarisch kann man einiges machen, auch in Sachen Fastfood und sowieso veganen Fastfood. Zum einen fangen wir ja mit einem Truck an, wie es aussieht. Wir haben natürlich die Vision, dass dieser Truck erstmal in Hamburg ankommt, dass wir unsere Standplätze bekommen, dass wir verkaufen können und dass die Leute merken, das ist gut und wir machen gutes Zeug. Das werden wir dann bestimmt sehen, was gut ankommt und dann in die Richtung wieder weiterentwickeln. Was ist regional, was ist saisonal auch, welche Zutaten, da sind wir auch ein bisschen drauf eingegangen und ja, und dann einfach nur gekocht, getestet, probiert. Gemüseküche ist gesund, ist schmackhaft, ist vielfältig und man braucht noch nicht mal Ersatzprodukte. Die Mädels haben da natürlich einen großen Anteil, weil die haben immer schon darüber nachgedacht, die wollen die Welt verbessern auf eine schöne Art und Weise. Und ich habe dann die kaufmännische Seite reingebracht und habe gedacht, das kann man vielleicht auch massentauglich machen. Und so ist das zustande gekommen. Jetzt kann ich gesundes Fastfood essen und dann auch noch ohne Tiere. Das ist schon der Hammer, das ist schon richtig gut. Wir haben Hauptgerichte, Beilagen, Drinks und natürlich dann auch Nachtische. Wir schreiben uns auf die Fahne, gute Burger zu machen. Da machen wir unsere Patties teilweise selbst, teilweise kaufen wir sie ein. Wir haben den Patty jetzt so zubereitet, da ist Tofu drin, da ist auch Banane drin in dem Patty. Knoblauch, das hört sich erstmal alles wild an, aber es ist auch ein bisschen selbst entwickelt. Und ich möchte jetzt ja nicht alles verraten, was da drin ist, weil es ist ja auch so ein bisschen ein Vincent Vegan Secret, sag ich mal. Aber macht euch da auf was gefasst, weil wir haben da überragende Sachen im Petto. Das Fundament, nenne ich es mal, von Vincent Vegan steht. Ich merke, jetzt geht es ans Geld. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, woran es jetzt gerade ein bisschen stockt, weil wir eben gerade ein bisschen Geld brauchen, um das Ganze auf die Kette zu kriegen. Das ist meine Vision und klein fangen wir an, aber das soll ganz groß werden.